Leute, 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 heute ein nagelneues Spiel auf diesem Kanal. Ich bin mega gehypt und ihr seht das schon. Nickelodeon, was könnte es sein? Was könnte es sein? Macht Pause, schreibt's jetzt rein. Und zwar nach diesem geilen Intro. Ich hoffe, ihr kennt das. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles. Mega geil. Endlich ist es da. Ich weiß doch, damals als Kind, ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, hatte ich das auf dem Sega Mega Drive, glaube ich, war das, gespielt gehabt mit meinem Bruder zusammen. Und wir hatten das Spiel von der ersten Sekunde an richtig gefeiert und natürlich die Serie und alles drum und dran geschaut. Wer liebt denn einfach die nicht? Die Schildkröten, liebe Freunde. Mega geil. Schreibt mal in die Kommentare. Wer ist euer Lieblingsschildkröte? Wer ist eure Lieblingsschildkröte? Wen mögt ihr am meisten? Oder seid ihr eher auf der bösen Seite? Und zwar von Shredder. Damit sage ich nochmal herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Teenage Rache. Mutant Ninja Shredders Revenge. Und damit würde ich sagen, Let's kick drücken some wir mal auf shell. Play. Story Arcade, Spielanleitung. Nein, gehen einfach. Wir gehen einfach mal gleich einmal ganz kurz Spielanleitung gucken. Aber mal. Okay. Das ist genauso wie damals. Y ist super Angriff. Okay. Kann ich auch selber das mal machen? Nö, irgendwie nicht. Der lässt mir das nicht zu. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz wieder ins Menü zurück. Ich dachte, wir üben jetzt, aber geht nicht. Rein in die Story. Neues Spiel. Okay, ich bin krass. Nein, komm. Wir machen erstmal auf locker. Auf locker, flockig. Achso, kommen wir Angriff für XXX. Okay. Super Angriff ist Y. Dive-Angriff. X in der Luft. X in der Luft. Okay. Sprungtaste ist hier. Ich spiele auf dem Xbox-Controller. Da muss ich erstmal gucken, wo die Tasten sind. Ist ein bisschen anders. X und A gedrückt halten. Aufwärtskick. Okay. Harter Schlag, X gedrückt halten und loslassen. Kann man das eigentlich auch Koop spielen, Leute? Ich weiß es gar nicht. Schulterwurf, nahe Gegner. Nahe Gegner und X. Okay. Schleuderwurf. Das sieht dann so aus. Schleuderwurf ist ja geil. Schleuderslam. Oh, das ist geil. Ja, super. Aber wie war Schleuderslam? Hoch und X. Okay. Rutschangriff. Sieht auch nice aus. Saltoschlitzer in der Luft. Ausweichrolle. Wenn wir getroffen wurden. Okay. Aufwachrolle. B, wenn wir niedergeschlagen worden sind. Schnelles Stehen, wenn niedergeschlagen. Aufheitern. Nah am Gegner, LB. Das muss links oben sein, ne? B ist oben. Links oben. Wiederbeleben, LB gedrückt halten. Verspotten. Okay. Super Dive-Angriff. Y in der Luft. Das ist so wie damals. Oha, während Rückwärtssalto. Radikalmodus. Da flippt er vollständig aus. Okay. Select your hero. Boah, man kann das wirklich. Willst du mit sechs Leuten zusammenspielen, oder wie? Das ist ja mega geil. Spieler finden, LB? Machen wir gleich mal. Wir gucken mal. Wählen wir Leonardo? Michelangelo? Raphael? Ich glaube, mein Bruder wählt Raphael immer. Donatello? Wer war denn mein Liebling? War das Donatello? Oder war das Splinter ist auch geil? Oder war das Leonardo? Ich glaube, Leonardo war mein Liebling. Ich glaube. Reichweite, Geschwindigkeit 2-2. Der ist gut ausgeglichen. Der ist schnell. Der hat die Stärke, Raphael. Ich glaube, den nimmt mein Bruder. Donatello mochte ich, glaube ich, auch. Reichweite. Aber ich nehme erstmal Leonardo. Leonardo und Spieler finden, LB. Turtles, let's get our shells and gear. Anmeldung läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Versuch Spieler zu finden. Charakter wählen. Was? Charakter wählen. Ich gehe, glaube ich, gleich Select your irgendwo hero. rein.
Bin ich jetzt irgendwo reingegangen oder was? Let's bust some crime. Ich bin einfach mal woanders reingegangen. Okay, alles klar. Ich will natürlich so Leonardo. Nein! Ah, ich bin jetzt Raphael. Donatello will ich dann. Natürlich, in der Gruppe macht das viel, viel mehr Spaß. Hey! Dann will ich jetzt. Dann will ich jetzt Leonardo. Rein da. Vier Leute. Wir hatten noch nicht gewählt. Aha. Mal schauen, wer das ist. Wer ist denn das da? Casey Jones? Ghost? This is April O'Neil, reporting live. Wir sind in einer Gruppe drin mit 6 Leuten. Ist ja geil. Mann, jetzt ist da einer schon rausgegangen. Und das Spiel geht los. Hey, was sagen die Nachrichten? Wir kommen zurück in Venus View, wo die Aussicht immer kristallklar ist. In der heutigen Show als Geschenk von mir, als Dankeschön für... Was ist hier los? Wo ist der Beleg für das Geschenk? Live-Footage. Oha. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Durchsage für etwas Chaos. Die Freiheitsstatue bekommt einen neuen Look, würde ich mal sagen. Rundum-Erneuerung, damit sie noch besser aussieht. Folgt Bepos Business Insider, um ihr Debüt zu sehen. Was zur Hölle, wir müssen zu Kanal 6. Gibt es eigentlich noch Personen, die keinen Teenage Mutant Ninja Turtles, die nicht Ninja Turtles kennen? Kann es sein? Und was habt ihr, was sagt ihr zum Film? Es gab ja auch einen Film. So, ich bin Spieler 3. Ihr, geil. So, springen. Das ist draufhauen. Das ist Rückwärtssalto, okay. Deep breath. Das ist verspotten. Ja, geil. Ey, wie geil. Leute, komm, wir schaffen das. Auf die Fresse! Genau wie damals. Wie geil. Boah, ein bisschen chaotisch mit 6 Leuten, ne? Da sieht man ja gar nichts mehr. Boah, mit 6 Leuten sieht man ja gar nichts mehr. Aber es bockt. Es macht mega Spaß. Chaotisch pur. Was mache ich da mit ihm? Ja, Mann. Wir hauen die alle fertig. Oha, was geht hier ab? Uff. Was habe ich da gemacht? Nicht mit mir, mein Freund. Und weghauen. Es geht ab. Ich poste hier mal ein bisschen. Oh, die haben uns alle erwischt. Rein da. In das Getümmel. Oha, habe ich mich erschrocken, ey. Teamwork. Super. Ey, hier wird nicht gearbeitet. Komm. Die wollen mit ihren Wachen schmeißen. Nächster. Boah, ich sehe nichts mehr. Also ich muss sagen, wenn man das mit 6 Leuten spielt, Chaos pur. Da bin ich. Ach, das ist ein Freund. Okay, wie kann man eigentlich... Kann man eigentlich rennen? Boah, Chaos pur. Man sieht gar nichts mehr. Okay, wenn ich gedrückt halte. Warte mal, Leute. Ich will kurz was testen. Okay, alles gut. Ich bin da, Leute.
bin ich. Da bin ich. Aber man verliert echt die Übersicht, muss ich wirklich mal sagen. Also, ich glaube, das Spiel ist am besten geeignet für 2 bis 3 Leute, 4 Leute vielleicht. Maximal, würde ich sagen. Aber bei 6 ist, ihr seht das ja, ist richtig Chaos. Man sieht gar nichts mehr. Okay, es gibt diese Taste hier, LT. Da kann man sich markieren, wo man ist. Aber es ist einfach chaotisch. Da ist nichts mehr von taktisch vorgehen. Den erledige ich. Ich konzentriere mich auf Lenken. Wieso lebt er denn noch? Wollte gerade sagen. Alle auf einen. Alle auf einen. Ja, nice. Der hat mir einen Chuck gegeben. Ja, geil. Boah, voll blau alle weggehauen. Aber es läuft, es läuft. Alter Schwede, Chaos pur, wo bin ich? Gerne könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet. Wollt ihr noch mehr Let's Play von dem Spiel sehen? Oder reicht euch das Chaos hier? Das würde mich echt mal interessieren. Und wie gesagt, was ihr von den Ninja Turtles haltet. So. Oh, hinter uns noch einer. Okay, den wollte ich gerade. Komm her. Boah, voll in den Bildschirm reingeschmissen. Okay, nice. Leute, wir sind gut unterwegs. Ah nein, den wollte ich doch. Mann, die macht immer dieses Wegschleudern. Wo bin ich? Da bin ich. Die schleudern alle einfach weg. Geil. Oh, was geht jetzt ab? Oh Gott. Ich will auch einen wegklatschen. Ich muss immer die Taste drücken, damit ich sehe, wo ich bin. Wir müssen sie befreien. Wir kriegen das hin. Ja, ich hab die weggehauen. Open Boss. Let's go. Okay. Bebop. Den hauen wir locker kaputt. Komm, Leute. Alle auf ihn. Boah, der rappelt alle einfach tot. Boah, das war geil. Die Attacke eben gerade, habt ihr gesehen? Oh, ich habe ihm richtig gut Leben weggehauen, gezogen. Ja, dann... Oh, da hat er gar keine Chance. Da hat er gar keine Chance. Rein da! Ich mach richtig gut Schaden. Zusammen mit allen anderen. Nice. Nice, nice, nice. Super. Oh, das ist voll laut, das Geräusch. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht so laut gehört. Episode abgeschlossen. Die meiste Zeit rennen verbracht. Ich würde sagen, das war die erste Folge. Wir sehen uns vielleicht in einer nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.